Willkommen zu einem neuen Podcast-Thema. Yay, Final Fantasy X ist Geschichte. Und ja, es wird mal wieder Zeit für ein ganz anderes Thema. Und diesmal werden wir es so machen, es wird auch wieder mehrere Parts davon geben, allerdings immer mit unterschiedlichen Leuten. Denn obwohl das Thema, das ist ziemlich groß und ja, auch sehr, sehr umfangreich. So umfangreich, dass es da eigentlich nichts bringen würde, wenn ich da 3-4 Leute konstant drin hätte. Deswegen möchte ich da immer hin und her wechseln. Ja, worum geht's? Ihr könnt es am Titel eh schon lesen. Es geht um Bösewichte. Bösewichte, und diesmal ganz egal, ob es aus dem Spiel ist, ob es aus einem Film ist oder aus einer Serie. Wir wollen über Bösewichte reden. Wobei Bösewicht ist immer so ein böses Wort. Man könnte es auch als Widersacher bezeichnen. Einfach ein Gegenspieler des Helden, beziehungsweise des Good Guys, was auch immer. Und vielleicht ist das ja nicht zwangsweise dann immer wieder böse. Das ist so eine Sache, die wir bei dem einen oder anderen Bösewicht bestimmt immer wieder mal hinterfragen können. Ja, und ich habe mir das so vorgestellt, wir werden immer kleine Dreierrunden machen. Jeder wird einfach einen Bösewicht nennen, wir werden drüber reden und ja, mal gucken, wie das Ganze verläuft. Alles total ohne Skript hier. Ja, und deswegen, oder einfach so, sind heute auch mal wieder Leute drin, die ihr schon mal hier und da gehört habt. Es ist schon etwas länger her, da war er Podcast-Gast. Jetzt lass mich nicht lügen, bei welchem Spiel. Nee, sagst du's. Sagst bitte du uns, Pennywise-Clown. Hallo. Hallo, also ich war in dem Podcast dabei, wo es um Cat Lady ging. Stimmt, genau. Ja, lange her, tolles Spiel, The Cat Lady. Da warst du dabei. Und ja, jetzt bist du wieder da, möchtest mit uns über Bösewichte reden. Ich meine, wenn man schon Pennywise Clown heißt, das bist du ja prädestiniert dafür. Vielleicht ist auch jemand präzisioniert dafür, den wir eigentlich erst vor kurzem gehört haben hier in der Podcast-Runde. Das ist mal wieder der gute Venonox. Hallo. Hey ho, allerseits. Ja, aber das ist ja eigentlich auch schon wieder richtig lange her, John. Ja. Also. Ja, ne? Ultra lange. Bestimmt haben dich alle schon wieder vergessen und alle sind mindestens genauso neugierig. Mit dir machen wir nämlich den Anfang. Ja, welchen Bösewicht möchtest du denn heute in den Raum werfen? Über wen wollen wir denn reden? Warum wollen wir über ihn reden? Und ja, hau doch einfach mal raus. Ja, also ich habe ja ein ganz besonderes Schmankerl mitgebracht. Und zwar habe ich den Film Batman Returns mitgebracht. Das ist ein ganz besonderer Film, weil es in dem Film 3 Widersacher gibt. Finde ich schon mal ganz besonders. Das hat man nicht allzu häufig. Mhm. Das wäre nämlich einmal der großindustrielle Max Schreck, der lustigerweise nach dem Nosferatu-Darsteller benannt wurde, warum auch immer. Catwoman und der Pinguin. Mhm. Also, nur nochmal für einen Laie wie ich. Ich bin nicht so der Batman-Freak. Batman Returns war aus alter Zeit der regulär zweite Teil, ne? Genau, richtig. Okay, gut. Mhm. Alles klar. Gut, ja, gleich 3 Bösewichte auf einmal. Prima, dann fang doch einfach mal mit einem an. Ja. Okay, ja, nehmen wir gleich mal zu Anfang den Max Schreck. Mhm. Ist eigentlich so, wie man das so mittlerweile eigentlich hat, der böse Industrielle, der immer auf seinen Profit aus ist und die Leute ausnutzt, damit er eben noch mehr Profit machen kann. Und eigentlich könnte man jetzt sagen, so ja, ist ein bisschen langweilig und auch irgendwie so für Batman irgendwie auch ein bisschen ungewöhnlich eigentlich, weil keine besondere Fähigkeit oder so, eigentlich nichts Besonderes. Er ist aber deswegen eigentlich gar nicht schlecht, weil er ein recht gerissener Charakter ist und die anderen Bösewichte sehr geschickt ausnutzt, um seine Ziele zu erreichen. Da hätten wir dann aber auch noch auf der anderen Seite den Pinguin, der eine tragische Kindheit gehabt hat, denn er ist nun, wie der Name schon sagt, deformiert auf die Welt gekommen und wurde von seinen Eltern praktisch direkt nach der Geburt in die Kloake geschmissen.
und wurde dann später von einem Zirkus gefunden und musste dort für ihn arbeiten. Und ja, die Leute haben ihn halt ausgelacht oder hatten Angst vor ihm, und er war einfach nur etwas, was, worauf die Leute zeigen konnten. Und ja, aufgrund dessen bekam er natürlich einen gewissen Hass auf die Menschheit und eben auch auf andere Kinder, die eine glückliche und schöne Kindheit haben. Und versucht dann eben auch im Laufe des Films Kinder zu töten, was auch eigentlich auch schon mal ziemlich harter Tobak ist, wenn man das mal so, wenn man da mal so drüber nachdenkt. Und ja, ist einfach ein sehr, ja, zerstörter Charakter. Dann haben wir aber auch noch auf der, als letztes dann noch Catwoman. Eigentlich eine ganz normale Frau, wird in den ersten Szenen, wo sie zu sehen ist, so als normale Frau dargestellt, so ist halt eine Sekretärin. Und was gibt es höheres Ziel für eine Sekretärin, als mit dem Chef dann irgendwie anzubandeln? Hat Probleme mit ihrem Freund, der sie andauernd versetzt, kriegt andauernd Terroranrufe von ihrer Mutter. Und aufgrund dessen spaltet sich praktisch ihre Persönlichkeit, nachdem sie von Max Schreck, naja, ermordet wird. Also ermordet in Anführungszeichen, weil sie lebt ja danach noch. Und entwickelt dann die Persönlichkeit der Catwoman, die jetzt im Grunde eigentlich nur ihren Spaß haben will und einen sehr großen Hass gegenüber Männern hat. Und das ist eine Konstellation vom Bösewicht, die ich einfach sehr stark finde und mich einfach überzeugt hat. Ja, kann ich nachvollziehen. Es ist ja bei Batman, also ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil, wie gesagt, kenne ich nicht so gut aus, aber es ist schon markant, sage ich mal, dass die Bösewichter, jetzt vielleicht mal von diesem Max Schreck abgesehen, immer eine grausame Vergangenheit haben, beziehungsweise eine negative Vergangenheit, wodurch sie dann letztendlich das geworden sind, was sie dann eben sind und wonach sie handeln. Da, und wir wollen ja ein bisschen diese Bösewichter dann auch ein bisschen hinterbeleuchten, und da frage ich mich, kann man es dann nachvollziehen, fangen wir mal mit unserem Pinguin an, dass er dann diesen Racheakt wegen seiner Vergangenheit so ausübt, beziehungsweise vielleicht auch gleich Catwoman noch mit rein, dass sie eben diesen Männerhass dann doch auf sehr brutale Art und Weise dann einfach zurückschleudert, sage ich mal. Also fandest du diese Bösewichte irgendwie, fandest du sie nachvollziehbar von ihrem Tun her, oder bleibt es eigentlich eher beim in der Kategorie Bösewicht und die müssen vernichtet werden? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand sie sehr nachvollziehbar. Also gerade so beim Pinguin, wenn ich daran denke, dass mir das vielleicht passieren würde oder passiert wäre, da muss ich wirklich sagen, das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Er wurde ja praktisch in seiner Kindheit als Objekt gesehen und hat einfach keine liebenden Eltern gehabt. Ganz im Gegenteil, die haben ihn ja sogar wirklich, wirklich in die Kloake geschmissen. Und er fühlt sich deswegen, beziehungsweise einfach nur aufgrund von etwas, wofür er nichts kann, für sein Aussehen. Er kann nichts dafür, dass er nun mal so aussieht. Und das ist eigentlich eine ziemlich, ziemlich gute Geschichte. Also er versucht natürlich dann zeitweise im Film dann auch irgendwie wieder seine so ein bisschen Macht zu bekommen. Er kandidiert als Bürgermeister. Aber man erkennt einfach, dass auch das will er eigentlich nur tun, um endlich seine Rache zu, damit er endlich seine Rache bekommt. Und naja, er muss dann am Ende deswegen dann scheitern. Wie das mit Catwoman ist, auch sie ist ein Charakter, wo ich wirklich sagen muss, ich kann es verstehen. Sie ist einfach ein sehr naiver und
ich sag mal, unterwürfiger Mensch. Und aufgrund dessen wird einfach immer auf ihr herumgetrampelt. Also bevor sie eben zur Catwoman wird. Und auch da muss man sich so ein bisschen... Auch da ist es ist wieder so die Frage, also ist das okay? Also wenn man darüber nachdenkt, wie würde man selber darauf reagieren? Ich kann nur sagen, ich kann das wirklich nachvollziehen. Und ja, vollkommen verständlicher Charakter. Ja, das würde ich auch so sehen, also aus den Erzählungen her, und so ein bisschen weiß ich ja auch noch was von den Filmen damals. Pennywise, wie siehst du das? Beziehungsweise möchtest du noch einen weiteren Batman-Bösewicht in den Raum werfen? Da gab es ja noch viele mehr, ne? Ja, natürlich. Also wie mein Charaktername eventuell schon vermuten lässt, bin ich allgemein Fan von Clowns, und deshalb ist natürlich der Joker auch einer der Batman-Charaktere, die ich... Ich finde, er ist sogar recht sympathisch, so auf seine Art. Er hat halt einen ziemlich kranken Humor, und auch in den Spielen ging es im Grunde immer darum, dass man, er möchte so alle Welt zum Lächeln bringen, auf seine kranke Art und Weise. Was jetzt den Pinguin und Catwoman angeht, ich finde, es ist ein Stück weit wirklich nachvollziehbar, wenn man von klein auf jetzt die ganze Zeit immer nur alles einstecken muss, dass man da irgendwann wirklich ausrastet und sagt, jetzt müsst ihr alle dafür bezahlen. Ja, kann man irgendwo nachvollziehen. Naja, irgendwie schon. Ja, und auch beim Joker, den du jetzt in den Raum geworfen hast, auch wie waren dessen Geschichte? Ich weiß gar nicht mehr. Hatte der wieder auch so eine typische Geschichte, weswegen er so geworden ist, wie er wurde? Da müsste ich jetzt auch an Venonox weitergeben, weil ich finde, Batman ist allgemein ein ziemlich langweiliger Charakter, auch wenn ich jetzt vermutlich ziemlich viel Hate erfahren werde über diese Meinung, weil der gerade ziemlich angesagt ist. Aber naja, aber deshalb habe ich mir die Filme immer nicht so richtig angeguckt, aber den Joker, den fand ich trotzdem immer sehr faszinierend. Ja, also es ist natürlich, also erstmal vorweg, das ist natürlich deine Meinung und das ist auch vollkommen in Ordnung. Die Frage, die ich da jetzt aber erstmal stellen muss, über welchen Joker reden wir denn? Reden wir jetzt über den Jack Nicholson Joker? Reden wir über den Heath Ledger Joker? Oder über einen anderen Joker? Es gibt ja so ein paar mehr. So. Durch die Neuverfilmung von Christopher Nolan, die ich ja auch geguckt habe und die ich auch ziemlich gut finde, muss ich sagen. Aber deren Hintergrund, ist der so unterschiedlich? Ich weiß es gar nicht. Ja, doch, da würde ich schon sagen, dass da ein Unterschied ist. Also, ich fange jetzt einfach mal mit dem Heath Ledger Joker an. Das eigentliche Problem, was wir bei diesem Joker haben, ist, dass wir gar nicht wirklich erfahren, was seine Hintergrundgeschichte ist. Weil er mehrere Geschichten erzählt, warum er zum Beispiel dieses Lächeln im Gesicht hat. Und wir wissen nicht, ob einige von diesen Geschichten wahr ist oder ob sie vielleicht alle erfunden sind. Wir wissen das gar nicht wirklich. Im Film wird mehrmals darauf hingewiesen, dass er ein Mensch ist, der die Welt einfach nur brennen sehen will. Also ein wirklich purer Anarchist, sage ich mal. Und ja, wirklich viel erfährt man jetzt nicht. Also offensichtlich hat er wohl auch eine kriminelle Vergangenheit, aber wie die genau aussah, keine Ahnung. Okay. Was den Jack Nicholson Joker angeht, der hat, auch da kann man auch nicht wirklich sagen, warum er so geworden ist, wie er geworden ist. Man weiß es aber, dass er einfach schon immer ein Kleinkrimineller gewesen ist und dann in die Dienste von einem Verbrecherboss eben gekommen ist und sich dort eben auch hochgearbeitet hat, weil er ziemlich kompetent ist in dem, was er tut. Und schließlich von diesem auch verraten wird, weil der Joker mit der Frau des Gangsterbosses geschlafen hat. Und ja,
es kommt dann eben zu diesem Unfall, dass er dann zum Joker wird. Seine Haut ist komplett ausgeblichen und ja, er hat dieses irre Grinsen. Und ja, ja, kann man im Grunde auch nicht wirklich viel mehr zu sagen. Außer vielleicht noch, dass dieser Joker dann auch eben derjenige gewesen ist, der die Eltern von Batman ermordet hat. Ah, stimmt, ja. Hm. Das stimmt wohl. Ja, ich überlege gerade noch so ein bisschen durch bei Batman. Was mir so ein bisschen noch in Erinnerung blieb, wie gesagt, ich kenne nur die Neuverfilmung von Christopher Nolan und da fand ich sehr, sehr, sehr überzeugend, wie Two-Face ins Spiel kam. Der ja, und das finde ich immer so, dass das Beeindruckende eigentlich, wenn man, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Filme hießen, aber in dem ersten Film von Christopher Nolan, da war ja dieser, da war ja Two-Face noch ein normaler Mensch, er war ein Cop, glaube ich, oder? Anwalt war er, Also er war auf jeden Fall auf der guten Seite, er hat ja für Recht und Ordnung gekämpft und alles. Und ich fand ihn auch, von der Inszenierung her fand ich ihn einfach nur stark. Es war einfach eine starke Präsenz. Und wie dann eben dieses Leid dann durch die Vorfälle und so, wie das dann durchkam und er dann eben ja zu Two-Face wurde, das fand ich sehr überzeugend. Das ist für mich genau... Ich kann leider nicht die Details geben, weil es ist echt schon zu lang her für mich. Ich habe es nur einmal geguckt, aber ich fand es trotzdem überwältigend, weil das ist für mich jemand, wo ich sage, okay, das ist ein Bösewicht, der hat ein Motiv, der hat einen Hintergrund. Ja, der ist jetzt eben so. Das fand ich sehr stark. Also vielleicht sogar am glaubwürdigsten von all den Bösewichten, die man der Batman-Filmserie gesehen hat. Aber gut, ansonsten... ich weiß noch, in den 90er Jahren war ich oft im Kino, da war ich auch in diesen hundschlechten Batman-Film. aber ich glaube, über die wollen wir nicht reden, über so Charaktere wie Mr. Freeze und was es da nicht noch alles gab. Nicht wirklich, nein. Davon abgesehen, dass es vermutlich ein Monolog werden wird, weil Mr. Freeze kenne ich nur aus dem DC Online-Spiel. Mhm. Ansonsten nicht. Okay. Also, was mir jetzt aber, wo du gerade Two-Face noch erwähnt hast, da fällt mir eben noch was zu dem Max Schreck ein. Ja. Und zwar war der ursprünglich so gar nicht geplant. Eigentlich sollte das eben auch der Harvey Dent sein, der ja der Mann ist, der dann zu Two-Face wird. Der wurde auch in dem ersten Batman-Film damals von dem Burton eingeführt, gespielt von Billy Dee Williams. Wenn das noch jemandem was sagt, Lando Calrissian, so, ne? Egal. Und der sollte dann im zweiten Teil dann eben auch vorkommen. Und da sollte er dann durch einen Unfall zu Two-Face werden. Das wurde dann allerdings gestrichen, weil ja, der Tim Burton war eben dagegen. Das wäre zu viel geworden. Ah, okay. Naja, vielleicht ja sogar die richtige Entscheidung, wer weiß. Okay. Ja, sonst noch was aus der Batman-Welt? Ansonsten würden wir die abhaken. Also ich hätte jetzt nichts weiter. Prima. Ja, ich denke, bevor das... Ich habe genug dazu gesagt. So. Ja. Auf jeden Fall ein schöner Start, wenn ihr über Batman, wenn ihr meint, wir haben irgendeinen Widersacher total vergessen, über den man reden muss, haut's in die Kommentare rein. Aber gut, verlassen wir die Batman-Welt. Pennywise, hast du noch jemanden auf dem Schirm? Ich würde ja fast meinen, bei deinem Namen. Ja, da hast du recht. Also der Pennywise-Clown ist natürlich jetzt auch... das Böse an sich, also den Film, den hat vermutlich auch so gut wie jeder schon mal gesehen. Zumindest so, er jetzt nicht gerade in der neuesten, jüngsten Generation ist. Ja, zu Pennywise Clown gibt es eigentlich auch, ja, also die Geschichten sind sehr unterschiedlich zwischen dem Buch und dem Film. Im Buch wird noch ein bisschen näher drauf eingegangen, was genau er ist. Und zwar, dass es das wiederkehrende Böse wirklich ist, das schon seit Urzeiten diese Stadt heimsucht. Und ja, ich fand das Wort dann im Film vielleicht sogar ein bisschen unterschlagen.
Gut, ich weiß es gerade nicht mehr, waren es 27 Jahre? Ja, auf jeden Fall einige Jahre. Und bei Pennywise Clown geht es wirklich nur um die Angst und das Glauben. Also, wenn man daran glaubt, dass man ihn besiegen kann, dann kann man ihn besiegen. Und das war eigentlich auch der Grund, weshalb diese Gruppe junger Kinder so gefährlich fühlen wurden. Weil ursprünglich war er eigentlich immer nur der Angst und Schrecken versetzt hat und halt die Gestalt angenommen hat, von der die sein Opfer in dem Moment am meisten Angst hatte. Das wurde jetzt im Film ein bisschen unterschlagen, im Buch wurde das nochmal richtig ausgeführt, dass er wirklich nicht immer der Clown war, das war so seine Grundgestalt, weil eigentlich jeder vor diesem Clown mit messerscharfen Zähnen Furcht empfunden hat, aber er hat halt jedes Mal auch eine andere Form angenommen, je nachdem, mit wem er es zu tun hatte. Ja. Das trifft ganz gut. Also ich persönlich kenne nur den Film, aber mir kam es dann in dem Film halt auch so vor, dass er halt bei jedem einzelnen Charakter, bei jedem einzelnen Kind, also wenn wir jetzt auch an den ersten Teil denken, da hat er eben diese typische diesen Albtraum, diese Angst, diese individuelle Angst, die hat er ausgenutzt. Ne? Der hat sich ja da in alles quasi formen können. Sei es jetzt ich erinnere mich noch, diese bewegbaren Duschen, die da irgendwie dem Jungen Angst gemacht haben. Oder bei dem anderen war es, glaube ich, so eine Art Werwolf oder was weiß ich nicht und so. Da kam ja immer, genau. Da kam ja bei jedem immer so eine ganz persönliche Angst. Oder bei dem Mädel, wo dass das Waschbecken voller Blut war, und das hat er ausgenutzt. Und von dieser Angst hat er sich genährt. Und nur deswegen hat er ja existiert, so kam es mir immer vor. Und das ist im Grunde auch so. Also im Buch geht man halt nochmal ganz genau auf die Ängste der Einzelnen ein und wovor diese Personen am meisten Angst haben. Bei dem einen, ja wie du schon sagtest, der Werwolf oder auch eine Mumie, die ich weiß es gerade gar nicht, ob die im Film vorkam, die Mumie. Ja, kommt hier. Naja, gut, dann. Also ist schon ein bisschen her, dass ich den Film gesehen habe, aber das Buch habe ich verschlungen. Mhm. Dann bei dem Schwarzen habe ich jetzt den Namen vergessen, da ging es dann um einen riesigen Vogel, vor dem er Angst hatte. Der wurde aber meines Wissens nach weggelassen, ja, vermutlich auch aus technischen Gründen zu der damaligen Zeit. Mhm. Und im Grunde ging es immer darum, er ist halt das Übel, dass diese Stadt schon immer heimgesucht hat. Und seine Periode hat auch immer damit geendet, dass irgendeine große Katastrophe geschehen ist. Also meistens das Sterben von vielen, vielen Menschen. Genau, ja. Bei so einem Charakter sucht man natürlich vergebens nach einem Motiv oder Hintergründen. Das war einfach von vornherein so geschrieben. Er war einfach das absolute Böse einfach, das sich an den Ängsten und an der Furcht von den Menschen genährt hat, daran gewachsen ist. Und aber das Schöne ist ja auch trotzdem, der Glaube konnte auch den gegenteiligen Effekt erzeugen. Unvergessen natürlich die Szene, wo es dann dieses Spray hatten und dann einfach daran geglaubt hatten, das wäre Batteriesäure und ihn dann dingfest gemacht haben. Und eigentlich ein sehr starker Film mit einem sehr, ja, wie soll man sagen, persönlichen Bösewicht einfach, der irgendwie einen jeden wo trifft, weil jeder hat ja so seine persönlichen Ängste, Albträume, vor allem als Kind hatte man die ja. Und vielleicht ging einem deswegen, also mir persönlich ging der Film unglaublich nach damals. Aber gut, ich habe mir auch mit 11 geguckt, von daher. Ja, also Pennywise Clown ist wirklich, es ist halt ein S. Und es kann nun niemand von sich behaupten, dass er überhaupt keine Ängste hat. Und deshalb trifft er eigentlich jeden irgendwo, weil man genau weiß, man hat auch irgendwo seine versteckten Ängste. Und diese Figur würde halt genau diese Angst provozieren. Ich wollte da mal drauf eingehen, wegen Motiv. Also, natürlich hat er jetzt kein Motiv und das ist also so kein wirkliches. Also, das ist ja nun mal so. Ich finde aber trotzdem, dass der Pennywise-Clown
das sowas auch gar nicht benötigt, einfach weil er einfach so viel mehr ist. Also er ist definitiv einer von diesen Gegenspielern, bei dem man denkt, da brauche ich keine Hintergrundgeschichte. Ich muss jetzt nicht nochmal irgendwie erklärt haben, dass er möglicherweise mit einem Meteor auf die Erde kam oder sowas. Das ist, wäre in dem Fall vielleicht dann, also das würde das Ganze dann auch irgendwie ins Lächerliche ziehen, und das ist eigentlich so schon gut, wie es gemacht wurde. Im Grunde schon, ja. Auf jeden Fall ein toller Bösewicht, ja. Der einem wahrscheinlich ewig in Erinnerung bleiben wird. Ja gut, dann würde ich gern, Moment, wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben, ja gut, da kann ich ruhig auch noch einen schnell rauswerfen. Und zwar, wenn wir schon beim Thema sind, also Leute, wir werden auch über Videospiele-Bösewichte reden, auch über Serie, wie gesagt, aber ich finde, jetzt ist gerade so passend, ich würde mich da gern anschließen. Ich bleibe sogar in der Ecke Stephen King. Und würde gern, weil es der erste Part ist, den Bösewicht bringen, den es schon seit Gedenken der Menschheit gibt oder seit Glauben der Menschheit. Nämlich den guten alten Teufel, Satan, er hat viele Namen. Das wurde sehr toll inszeniert in dem Film The Stand, das letzte Gefecht von Stephen King. Von dem es auch eine Neuverfilmung gibt. Ich frage jetzt erstmal eine Runde, kennt ihr The Stand? Ist nämlich nicht so bekannt. Ich kenn's, leider nicht. Ich kenn's auch nicht, nein. Okay, dann werde ich jetzt einen kleinen Monolog führen zum Abschluss. Bei The Stand geht es um eine große Seuche, ein Virus, der alle dahin rafft. Also, naja, gut, fast alle. Genauer gesagt, fast alle, weil manche sind einfach immun gegen dieses Virus. Die haben keine Anzeichen von Krankheit, die haben keine Probleme, denen geht's gut. Größtenteils wurden die natürlich zu den Wissenschaftlern in die Laboren geschickt, aber keiner konnte herausfinden, was da los ist mit denen. Denen geht's einfach prächtig. Während ansonsten die komplette Menschheit dahin gerafft ist, gibt es eben so ein auserwähltes Volk. Dieses auserwählte Volk hatte dann fortan auch seltsame Träume. Die eine träumten von einer uralten Lady, die immer noch selbst ihr Brot backt, und die sagt, ach komm doch zu mir, wir machen hier eine große kleine Party und so. Und dann andere wiederum, die vielleicht nicht so ein schönes Leben hatten, die vielleicht ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen böse, aber die einfach ja, vom Pfad leicht abkommen, die haben von dem anderen Typen geträumt. Und das war der Verführer, das war Satan, natürlich in der menschlichen Gestalt gehüllt, wie man ihn kennt. Er verspricht den Menschen Ruhm und Reichtum und alles, was man sich nur wünschen kann. Im Gegenzug soll er eben auf deren Seite kommen. Worauf das Ganze dann hinausläuft in dem doch sehr langen Film, der ist nämlich eigentlich so eine vierteilige, der war vierteilig, der ging um die 6 Stunden, glaube ich. Worauf das Ganze dann hinausläuft, war eben eine Schlacht gegen Gut, ganz klassisch Gut gegen Böse, Gott gegen Satan, und dann eben der große Beweis wird, die Menschheit sich nochmal neu aufrappeln dürfen. Aber gut, jetzt zurückzuführen auf den Bösewicht, einfach den Respekt zollen. Man muss noch kurz auch den klassischen Bösewicht Satan in den Raum werfen. Ich weiß nicht, inwiefern er in sonst welchen Film oder so noch vorkam. Auf jeden Fall fand ich diese Verfilmung von Stephen King sehr gut gemacht. Das hat einfach nochmal dieses Klassische gezeigt, was man auch aus der Bibel kennt, dass er eben den Menschen verführt, dass er ihn eben auf seine Seite ziehen will, dass er ihn ausnutzt und dass er eben dieses Machtspielchen gegen Gott, gut, ich bin jetzt nicht großartig religiös, aber ich fand diese Horrorinszenierung von Stephen King, fand ich einfach ganz große Klasse. Und ich fand, ich weiß nicht mehr, wie er sich genannt hat, er hatte auch einen Namen, also so einen typischen menschlichen Namen, aber er hat auf jeden Fall so richtig geil den Teufel raushängen lassen. Den werde ich so schnell nicht vergessen. Es wird auch demnächst eine Neuverfilmung davon geben. Bin ich mal gespannt, wie sie das umsetzen. Ja, dann würde ich einfach noch abschließend, weil der Film sagt euch eh nichts, abschließend Thema Teufel, Satan oder so. Fällt euch da noch irgendwas ein, was man erwähnen könnte, oder wie steht ihr generell zum Bösewicht Satan, jetzt ohne jetzt richtig religiös dabei zu werden? Also auf jeden Fall kann man sagen, Satan, der kommt ja nun doch in recht vielen Filmen vor, also alles, was so mit Exorzismus zu tun hat und so weiter, ist eigentlich immer Dämon, Satan und so weiter präsent. Und ja, es ist halt
doch ziemlich der typische Bösewicht. Er belügt dich, er versucht dich auf seine Seite zu ziehen und wenn du ihm einmal verfallen bist, dann gibt's kein Zurück mehr. Mhm. Und es wird auch immer Tote geben dann, sobald er wirklich das erreicht, dass jemand ihm vertraut. Also ich wollte jetzt ja noch ein bisschen was zu seiner Motivation sagen, aber jetzt hast du mir ja gerade schon gesagt, ich darf nicht religiös sein. Oh doch, wenn du das wiedergeben kannst, das hat eigentlich einen sehr schönen religiösen Hintergrund. Doch ja, das darfst du gern sagen. Ja, also eigentlich ist Lucifer ein Engel gewesen und zwar der schönste, größte und einfach beste von allen Engeln. Tatsächlich der Liebling von Gott eigentlich auch. Und weil Lucifer heißt eigentlich Lichtbringer, das macht ja so sonst keinen Sinn, sage ich mal, wenn er Teufel ist. Es gibt da jetzt mehrere Ansätze, warum er dann tatsächlich gegen Gott rebellierte, aber was ich eigentlich immer ganz schön fand, war die Interpretation, dass er nicht damit einverstanden war, dass Engel, die ja wirklich auch hohe Wesen sind, dem Menschen untergeordnet sein sollen. Und also es gibt zumindest, also ich kenne es jetzt zumindest so, dass er dann aufgrund der, also damit nicht einverstanden war und deswegen eine Revolution gegen Gott gestartet hat mit einigen anderen Engeln. Ja, die haben sie dann verloren und mussten dann in die, sind dann eben gefallen und mussten in die Hölle. Ja, und Lucifer hat dann diesen schönen Spruch gebracht, lieber in der Hölle regieren, als im Himmel dienen. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eine tolle Motivation eigentlich, um Bösewicht zu werden. Ja. Und definitiv auch nachvollziehbar. Auf jeden Fall, ja, das hätte man echt noch ansprechen können und sollen. Gut, dass du das gemacht hast. Ich habe das damals zu Bibelzeiten, früher wurde ich gezwungen, die Bibel zu lesen, aber ich habe das alles so ein bisschen überflogen. Meine ganze Kenntnis über Lucifer und so, die kam dann später mit Supernatural. Aber egal. Ist ungefähr das Gleiche, definitiv. Auf jeden Fall ein Motiv, eine interessante Motivation und vielleicht dann auch ein bisschen nachvollziehbarer. Was er doch in wirklich vielen Filmen oder Serien dann auch immer wieder ausspielt. Ich fand das schon immer sehr spannend. Vielleicht wird Satan, Lucifer, wer auch immer, hier und da nochmal hier in diesem Podcast eine Rolle spielen, könnte ich mir gut vorstellen. Gerade wenn ich an Richtung Exorzist und so denke. Da, na gut, da geht es aber auch mehr um Dämonen, aber manchmal auch um ihn persönlich. Wir werden sehen. Für den ersten Part soll das reichen. Danke, dass ihr dabei seid. Vielleicht, wenn ihr noch mehr Bösewicht parat habt, werden wir die beiden nochmal hören. Wir werden sehen. Der zweite Part und noch viele weitere werden definitiv folgen. Ich freue mich schon drauf. Ich sage tschüss und ihr habt die letzten Worte. Jo, tschüss. Hier ist der Benjamin Clown und willst du einen Ballon? Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin ist euer Venonox in seiner Box.